Oha, Freunde, wir werden jetzt hier runterspringen mit einem Hängegleiter. Haha, 3, 2, 1 und... Yo, okay. Hey, du hast einen Hängegleiter. Schau mal, ich habe ein richtiges Flugzeug, du Noob. Was, Alter? Ich, Junge, machst du gerade einfach Loopings? Junge, wie krass. Alter, Simlucky, wo hast du ein Flugzeug? Krieg ich auch eins? Nee, Okri ist meins. Was? Dein Ernst? Jo, Okri, ich düse an dir vorbei. Junge! Und ich hab nur so einen kleinen Hängegleiter, der 1 Euro gekostet hat, hier vorne im Villager-Shop. Alter, ganz ehrlich, Simlucky. Was passiert? Simlucky, bist du abgestürzt? Nein. Alter, du! Ha, ich hab 1000 Flugzeuge. Ey! Junge, wohin, Simlucky? Was machst du? Oh, Mann. Ey, ganz ehrlich, Simlucky, weißt du was? Ich werde ein viel, viel krasseres Flugzeug als du bauen, okay? Ja, sicher. Okri, kannst du auch so cool fliegen wie ich? Ich glaube nicht. Ciao, ciao. Simlucky, ganz ehrlich, ich werde ein krasseres Flugzeug als du bauen, okay? Und dann habe ich ein richtig heftiges. Ich werde eins bauen, welches 1 Milliarde Euro kostet. Okay, Okri, dann machen wir halt eine 1-Million-Dollar-Flugbau-Challenge. Was? Du willst auch ein Flugzeug bauen? Du hast doch schon eins. Oh ja, komm her, Okri. Ich crash in dich rein. Alter. Ey, Leute, ganz ehrlich, ich werde jetzt ein viel cooleres Flugzeug bauen als das von Simlucky. Ich würde sagen, lass uns beginnen. Lass uns zu der Bau-Challenge Arena gehen und dann baue ich ein richtig cooles Flugzeug, was wir ganz am Schluss fliegen werden, Leute. Let's go. Okay, Leute, ich würde sagen, lass uns direkt anfangen. Lass uns das coolste und größte Flugzeug aller Zeiten bauen. Denn wir wollen Simlucky im Endeffekt besiegen und ein riesiges Flugzeug fliegen. Oh, ich kann es mir schon vorstellen, Leute, wenn hier so ein riesiges Flugzeug ist und ich bin der Pilot und sitze drin und, Leute, warte mal. Ich bin im Survival-Modus, ich habe überhaupt keine Materialien. Oh nein, Leute, stimmt, Simlucky hat ja den Kreativ-Modus-Trank und ich habe keine Chance gegen ihn im Survival-Modus. Das heißt, Leute, ihr müsst mir helfen. Lasst alle ein Like da und ein Abo in 3 Sekunden, damit ich in den Kreativ-Modus gehen kann mit dem Kreativ-Modus-Trank. Kommt schon, Freunde, ihr müsst ihn für mich besorgen. Wünsche euch alle den Kreativ-Modus-Trank und lasst ein Like da und ein Abo oder kriege ich den und kann Simlucky besiegen. Let's go! 1, 2 und 3. Wow, was, es hat funktioniert, wir haben irgendwas in unsere Hand bekommen. Lass uns das mal genauer anschauen. Was ist das, Kreativmodus? 10 Minuten? Leute, ihr seid die Besten, alle an alle, die ein Like da gelassen haben. Kuss geht raus. Wir haben jetzt einfach einen 10 Minuten Kreativmodus Trank. Ich würde sagen, den trinken wir auch sofort, damit wir das coolste und größte Flugzeug bauen. Und oh, seht ihr das, was haben wir für einen Effekt bekommen, was passiert hier? Wow, Leute? Ja, es hat wirklich funktioniert. Wir sind jetzt im Kreativmodus. Ey, wirklich, danke an jeden, der ein Like da gelassen hat. Ihr seid die Besten. Und ein Abo natürlich. Ich würde sagen, wir fangen sofort an und holen uns erstmal die Materialien für unser Flugzeug. Wie ist ein Flugzeug aufgebaut? Ich würde sagen, auf jeden Fall aus Quarz, oder nicht? Weil Quarz ist weiß, Leute. Und ein Flugzeug ist eigentlich meistens auch aus der weißen Farbe, Leute. Und Quarzblöcke passen eigentlich ziemlich gut. Aber ich würde gerne eigentlich ein Diamantenflugzeug machen. Wie cool wäre das, Leute? So, sollen wir eigentlich heute reincheaten? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Eigentlich müssen wir auch ein bisschen reincheaten, damit wir gegen Simlucky gewinnen. Ich würde sagen, heute spielen wir mal fair und bauen ein Flugzeug, aber wirklich, Leute. Wir bauen das jetzt wirklich selber, Leute. Weil wir wollen nicht immer reincheaten. Wir wollen auch beweisen, wie krass wir im Bauen sind. Auch wenn ich vielleicht nicht so krass im Bauen bin. Aber egal, Freunde, ich werde es trotzdem versuchen. So, zack. Okay, das... Ich will als erstes, wie ich, Wie kann ich das erklären, Freunde? Ich will halt erstmal nicht die Flügel bauen, sondern das, was nicht die Flügel sind. Versteht ihr, was ich meine, Leute? Also das Cockpit, dann hier, wo die ganzen Passagiere sitzen. Das möchte ich jetzt bauen, Leute. So, zack, okay. Ich baue mal hier vorne einmal erstmal so, wie lange das Flugzeug werden soll. Ich würde sagen, es muss schon lang sein, weil wir wollen ein riesiges Flugzeug bauen. Ungefähr so. Ja, okay, ich würde sagen, das reicht sogar schon. Wir machen so ein Privatjet eigentlich. Das wäre auch cool, oder nicht, Leute? Und hier vorne kommt dann das Cockpit hin. So, Leute, jetzt ein bisschen Konzentration. Das sieht doch nicht aus wie ein Flugzeug. Oh, Mann, Leute. Ohne Hex habe ich gefühlt gar nichts drauf. Ich muss beweisen, Leute, dass ich auch ohne Hex cheaten kann. Aber falls ihr eine Folge sehen wollt, wo wir komplett reinhacken, also wirklich die ultimativen Hacker sind, mit dem riesigen Flugzeug, was ich einfach, ja, cheate, dann lasst jetzt auch ein Like da und ein Abo und schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr so eine Folge sehen wollt. Dann können wir eine Noob vs. Pro vs. Hacker-Folge machen. Und dort werde ich dann ein richtig riesiges Flugzeug platzieren. Aber jetzt muss ich das selber bauen, Leute. Und ich würde sagen, das ist erstmal von der Länge ganz gut. Ich will das hier alles nochmal verbinden, Leute. Und dafür brauche ich echt Konzentration. Und das dauert eigentlich auch ein bisschen länger als 10 Minuten. Wir brauchen mehr Tränke. Wir brauchen eigentlich mehr Tränke. Aber ich würde sagen, wir schaffen das.
Ich glaube an uns, wir schaffen das. Komm, wir müssen uns jetzt einfach beeilen. Jetzt hier. Oh, das sieht ja eigentlich schon mal richtig gut aus. Ich glaube, das passt sogar von der Struktur her. Ich muss das jetzt alles nur noch so verbinden, Leute. Und umranden. Und dann könnte es eigentlich was werden. Okay, so, hier entlang. Okay, ich würde sagen, Freunde, ich melde mich, sobald ich was Neues habe. Und sobald hier den ganzen Rumpf oder, ich glaube, man nennt das so, wenn ich den ganzen Rumpf jetzt hier fertig gebaut habe. So, sehr gut, Leute. Weiter, weiter, weiter. Ich muss mich beeilen, Mann. Schnell, 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 schnell. Ich muss den Lucky besiegen, Leute. Ich muss den Lucky besiegen. Okay, aber das sieht schon mal gut aus. Hier können wir dann die ganzen Sitze und so hinmachen. Bis gleich, Freunde. So, hier vorne kommt noch eine Stufe hin. Und so. Ich glaube, wir müssten eigentlich erstmal jetzt fertig sein mit dem Grundgerüst. Das heißt, wir brauchen noch die Flügel. Wir brauchen die Inneneinrichtung. Ich habe hier schon mal eine Tür reingebaut, Leute. Und das ist das fertige Ergebnis. Also noch nicht das ganz fertige. Leute, wir müssen auf jeden Fall noch krasser werden. Aber ich habe mir gedacht, wir bauen so einen Privatjet. Und ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus für den Anfang. Aber wir müssen natürlich noch krasser werden. So, wir schreiben ja hier vorne sogar den Namen hin von unserem Privatjet. Wir nennen den Ukri. Ukri Jetty. Ukris Jetty. Das ist unsere Firma, Leute. Unsere Privatjet-Firma. Und boom, Leute, let's go. Alter, in so einem will ich mal in Real Life fliegen. Ganz ehrlich, Freunde. Junge, wie cool sieht das aus? Das ist einfach mein Privatjet, Freunde. Ist richtig gut geworden eigentlich sogar. Hier vorne fehlt noch ein bisschen was. So, das machen wir alles zu. Ich habe mir gedacht, wir machen sogar eine Redstone-Leitung, damit das Flugzeug wirklich richtig realistisch ist, Freunde. Und das will ich alles hier unten noch einbauen. Aber erstmal machen wir jetzt gemeinsam die Inneneinrichtung. Man geht hier rein in die Tür. Ich habe sogar schon das Cockpit gebaut. Und das wird hier vorne sein, das Cockpit. Und hier brauchen wir auf jeden Fall Stühle, Leute. Ich habe mir gedacht, wir nehmen einfach so Quarzstühle. So, zack. Wir können eigentlich auch echte Stühle nehmen, auf denen man wirklich sitzen kann. Deshalb, Leute, lasst uns mal hier vorne... Birkenholzstuhl passt halt auch nicht so gut, ne? So ein Holzstuhl. Lass uns mal schauen, was wir hier so finden können. Oh, das passt ja viel besser zu einem Flugzeug, oder nicht, Leute? Schaut euch diese Tür mal an. Lasst uns die benutzen. Oh, die sieht viel geiler aus bei so einem Privatjet. Sagt mal ganz ehrlich, Leute. Oh, die sieht gut aus. Die sieht gut aus. Und hier packen wir die auch rein. So, zack. Boah, das sieht schon mal richtig krass aus, die Tür. Einfach so eine Glastür. Okay, hier packen wir auch eine Tür rein. Denn hier wollte ich die Toilette hinbauen, Leute. Denn jedes Privatjet-Flugzeug braucht auch eine Toilette, Leute. Wo man einfach so auf entspannt in 3000 Meter Höhe auf Toilette gehen kann. Wir sind zwar gerade jetzt nicht auf 3000 Meter Höhe, aber naja, was soll's, Leute. Wir werden dieses Flugzeug am Schluss ganz nach oben fliegen. Okay, ich schreibe mal hier vorne hin WC. So, weil Leute, WC heißt Toilette. WC, Leute, boom. Und jetzt müssen wir hier die ganzen Stühle platzieren. Das Ding ist, ich brauche jetzt nur noch geile Stühle. So, zack, 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 zack. Wir machen hier mal alles zu. Alles aus Holz hier unten. Ich habe mir überhaupt auch überlegt, Leute, hier alles aus Diamanten zu machen. Aber das können wir am Schluss noch umändern, falls wir wollen. Aber erstmal werde ich es so bauen, Leute. Mal schauen. Oh, genau, hier vorne wollte ich eigentlich Redstone-Leitung machen. Aber das verrate ich euch gleich, Leute. Das wird richtig cool. Damit können wir das Flugzeug richtig realistisch machen. Und Leute, schau mal, was ich hier gefunden habe. Ich finde, diese Tür ist richtig cool. Das ist einfach eine Schiebetür, Leute. Boom. Kann man einfach so aufschieben und zuschieben. Die packen wir hier hin. Das sieht richtig krass aus mit der Tür. Können wir die auch mit dem Knopf aufmachen? Ja, können wir. Oh, das ist richtig cool. Wir machen die kurz auf, gehen rein. Und dann sind wir in unserem privaten Privatjet. Und ich würde sagen, wir platzieren diese Schiebetüren hier überall. Weil ich finde die viel cooler als die normalen. Zack, Leute. Und hier beim WC lassen wir die Tür. Die passt eigentlich gut. Okay, ich habe mir jetzt überlegt, wir nehmen uns Stühle. Und am besten... So, hier vorne haben wir die Auswahl von ganz, ganz vielen Stühlen in Minecraft. Also realistische Stühle. Und Leute, ich habe mir überlegt, wir nehmen einfach hellblaue Sofas. Alter, einfach meine Lieblingsfarbe werden wir hier überall platzieren, Leute. So ganz viele Sofas. Und ich finde, das passt auch am besten eigentlich so zu einem Privatjet. Stühlen, Leute. Weil die sollen ja richtig bequem sein. Ein Privatjet kostet ja auch richtig viel, Freunde. Deshalb platziere ich die jetzt hier überall. Und ich würde sagen, wir müssen auch hier richtig luxuriös alles einrichten. Deshalb werden wir hier vorne sogar... Einen Moment, wir nehmen uns einen Kessel. Ah, die Toilette. Sehr gut, Leute. Jetzt haben wir auch sogar unsere Toilette. Schau mal, wir werden dort einfach so einen Kessel platzieren. Hier vorne machen wir einen Trichter hin. Den Trichter brauchen wir als Waschbecken, Leute, sozusagen. Das ist dann unser... Obwohl, warte mal. Ich glaube, wir haben sogar hier in Minecraft... Geben wir mal ein Waschbecken. Haben wir eine Toilette? Eine Toilette eingeben? Ja, wir haben eine echte Toilette. Okay, lass uns die echte Toilette hier vorne platzieren. Ist eigentlich besser. Wow, was? Kann man sich auch draufsetzen? LOL! Ey, jetzt habe ich hier einen Glasblock platziert. Ey, da komme ich wieder raus. Aber Freunde, ich habe einfach jetzt eine echte Toilette in meinem Privatjet. Junge, wie cool ist das denn? Simlucky hat niemals so krasse Mods wie ich, Leute. Oh, womit ich einfach eine echte Toilette habe. Ein Waschbecken brauche ich auch noch. Werde ich auch alles noch finden, Freunde. Okay, ich würde sagen, wir richten das richtig krass ein und dann melde ich mich gleich wieder bei euch, Freunde. Oh, das wird so cool. Und dann werden wir auch noch zum Schluss die Flügel und alles reinbauen, weil die fehlen noch.
Aber erstmal die Inneneinrichtung, Leute. Ich melde mich gleich wieder. Eine Sekunde. Und zack, Leute. Das ist der letzte Wasserhahn. Kann man eigentlich Wasser reintun? Warte mal. Und ja, es funktioniert. Let's go. Dann machen wir das hier vorne auch direkt. Boom, wir gehen in die Toilette und Wasser da rein. Und schaut euch das an, Leute. Ich präsentiere euch mein Privatjet. Erstmal hier, warte mal, ich tue alles aus meinem Inventar, damit es hier auch schön aussieht. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich habe jetzt alles fertig gebaut. Hat ein bisschen gedauert, die Zeit ist auch gleich vorbei, Freunde. Deshalb muss ich mich doch mal schnell beeilen. Ich habe hier vorne Flügel reingebaut. Schaut euch das an, die leuchten sogar. Falls es irgendwie dunkel ist oder so, dann müssen Flügel ja leuchten. Hier haben wir unser Triebwerk, Leute. Schaut euch das an. Der ganze Bus kommt hier raus sozusagen, damit das Flugzeug auch fliegen kann und sich fortbewegen kann. Und hier vorne haben wir den zweiten Flügel. Auch natürlich beleuchtet hinten ein bisschen. Und Leute, ganz ehrlich, Junge, ich bin so stolz auf mein Privatjet. Junge, der sieht so krass aus, ganz ehrlich, Leute. Oder nicht? Schreibt mal in die Kommentare von der 1 bis 10, wie ihr mein Privatjet findet. Ich zeige euch den gleich noch von innen, weil ihr habt den noch nicht richtig von innen gesehen. Und ich habe ein richtig cooles Teil reingebaut aus Redstone. Eine richtig coole Redstone-Schaltung, womit unser Privatjet einfach realistisch ist. Also jetzt einmal in den Kommentaren bewerten. Kommt schon, Freunde, gönnt mir alle eine 10 von 10 in den Kommentaren. Let's go. Oder halt, Junge, wer gibt bitte da 1 von 10 Punkte? Okay, Freunde, wir haben hier vorne uns entschieden für eine Eisentür, aber ich habe keine normale Eisentür reingebaut, sondern so eine wie beim Flugzeug, wo man auch so ein bisschen durchsehen kann, Freunde. Bumm, die macht man hier vorne mit dem Knopf auf, dann kommt man rein, Leute. Und hier vorne hat man ganz links direkt das Cockpit, Leute, das Cockpit. Und hier vorne ist einmal, ja, hier die Schaltung, paar Knöpfe zum Lenken, Leute, natürlich vom Flugzeug. Hier vorne kann man auch rausschauen, was ist dort vorne? Das ist, glaube ich, ein Villager-Dorf. Also, in das Villager-Dorf wollen wir natürlich nicht fliegen, deswegen einfach geradeaus oder am besten noch mehr nach oben. Und ja, Leute, gleich zeige ich euch, was dieser Hebel kann. Der kann nämlich richtig krasse Sachen. Der kann einfach richtig realistisches, hat eine richtig krasse realistische Redstone-Schaltung. Aber die will ich euch noch nicht zeigen, das ist eine Überraschung. Wartet, Leute. Und für Simlucky wird das auch eine Überraschung sein, denn damit wird er auf jeden Fall nicht rechnen. Ich kann es kaum abwarten, ihm zu zeigen, unser krassen Privatjet. Hier vorne haben wir alles eingerichtet und ihr seht schon, da unten ist die Redstone-Schaltung. Aber hier habe ich ein paar Sofa hin platziert, ne, Leute, damit alles gemütlich ist. Hier auch ein paar Sofa. Und hier vorne haben wir einfach eine Küche in unserem Privatjet. Einfach einen Kühlschrank. Warte mal, wir haben vergessen, was reinzupacken. Was wollen wir in unserem Kühlschrank packen? So, wir schauen mal, Leute, was wir alles an Essen haben. So, hier vorne haben wir ja unser ganzes leckeres Essen, Leute. Guck mal hier, Tomaten. Ja, okay, das ist alles Gemüse, das wollen wir hier nicht reinpacken. Wir wollen hier wirklich die krassesten Spezialitäten aller Zeiten reinpacken. Das heißt, wir nehmen uns Süßbeerenkekse. Süßbeerenkekse, wow, Honigkekse. Oh, ich liebe Honigkekse, die sind so lecker. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber Honigkekse, das Leckerste, was es gibt, wirklich. Schokokuchen? Alter, Junge, seit wann gibt es sowas alles in Minecraft? Wow, ah, Lachs, gebratener Lachs, Junge, ist so lecker, Leute, ohne Spaß. So ein Meisterwerk. Aber ich würde sagen, wir packen da einfach ein paar Snacks rein. Sushi ist auch Burger, Hamburger, Leute. Und Wraps, Alter, was, wie cool. Teigtaschen auch. Leute, es gibt so leckeres Essen hier. Ich nehme mir noch so einen Kuchen. Und den, warte mal, kann man den Kuchen hier vorne platzieren? Oh, man kann den sogar hier vorne platzieren. Dann lassen sie hier oben platzieren direkt. So, sehr gut. Jetzt haben wir hier einen Kuchen. Hier packen wir jetzt einen Hamburger rein und richtig viele Kekse. Alter, wenn Simlucky das sieht, der wird komplett ausrasten. So leckeres Essen. Was sollen wir in den Gefrierschrank packen? In den Gefrierschrank würde ich sagen, packen wir Eis, Leute. So, Meloneneis. Was? Wie cool. Alter, ich liebe Melone oder einfach Meloneneis. Das packen wir jetzt hier rein, Leute. Und jetzt haben wir einen Gefrierschrank. Sehr gut. Leute, au ja, das war's eigentlich schon mit meinem Privatjet. Hier vorne ist ja die Toilette, wie gesagt. Und ja, die ist eigentlich auch ziemlich cool. Ich würde sagen, wir stellen das Ganze jetzt zum Lucky vor. Bevor wir das aber machen, müssen wir noch eine Sache ändern. Nämlich habe ich mir gedacht, wir brauchen auf jeden Fall eine Security-Kamera in unserem Jet, Leute, damit hier nichts Schlimmes passiert. Die platzieren wir hier ganz hinten, damit wir alles beobachten können. Auf der Toilette wollen wir keine Security-Kamera platzieren. Das Junge, wir platzieren die hier vorne so, damit wir alles immer im Blick haben, oder? Hier vorne, ich finde, das passt eigentlich gut. Und die verbinden wir jetzt. Ah, stimmt. Leute, eine Sache wollte ich hier noch zeigen. Nämlich die Redstone-Schaltung. Oder Leute, wisst ihr was? Ich zeige euch das gleich, wenn wir Simlucky hier hinholen. Aber erstmal habe ich hier die Kamera hier platziert. Und jetzt können wir hier alles immer beobachten. Junge, da vorne bin ich einfach ich selber, hä? Hallo? Hallo, Leute, was geht ab? Okay, ich würde sagen, das war's. Mein Jet ist fertig. Wir gehen rüber zu Simlucky und wir vergleichen jetzt. Aber eigentlich müssen wir noch einen kleinen Parcours bauen. Wir müssen unseren Jet noch etwas sicher machen, Leute. Das heißt, wir werden, wie wäre es, wenn wir hier vorne, um da erstmal reinzukommen, einen kleinen Parcours bauen aus Diamanten.
So, das ist eine gute Idee. Damit Simlucky es auch nicht so leicht hat, bis ganz nach oben zu kommen. So, zack, das ist der erste Sprung. Der ist easy, Leute. Aber jetzt wird's eins schwerer. Der ist jetzt eins weiter, oder, Leute, der Sprung? Wir werden den jetzt so weit machen. Das heißt, der erste Sprung ist so weit und der andere, kann man den überhaupt schaffen? Ja, let's go. Der ist auch machbar. Okay, als nächstes werden wir Simlucky was anderes bauen. Was anderes für Simlucky bauen. Nämlich einen klebrigen Kolben nehmen wir uns. Schleim nehmen wir uns auch. So, und einen Knopf. Zack. Und wir müssen uns echt beeilen, denn sobald die Zeit abgelaufen ist, werden wir vergleichen mit Simlucky, wer den krasseren Jet gebaut hat, Leute. Oder das krassere Flugzeug. Ich habe halt so einen Privatjet gebaut. Und ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ich werde gewinnen, denn mein Parcours wird super sicher und mein Privatjet ist auch richtig realistisch. Denn ich habe euch noch immer nicht die Redstone-Schaltung gezeigt. Die werde ich euch ganz am Schluss zeigen, gleich wenn Simlucky zu mir kommt. Und die ist so cool. Mein Flugzeug kann dann einfach... wer kann es erraten, Leute? Mein Flugzeug kann dann einfach... oh ja, Leute, ihr denkt schon richtig. Mein Flugzeug ist dann super realistisch. Und damit wird Simlucky niemals rechnen. Alter, das wird so krass. Okay, wir haben jetzt hier so ein kleines Trampolin reingebaut. Und ich habe eine richtig gute Idee. Wir werden jetzt das Trampolin erweitern. Guck mal, Leute, hier geht's nach oben. Zack, Simlucky muss diesen Knopf drücken, um sich nach oben zu boosten. Und danach fällt er hier drauf, zack. Und hier werden wir jetzt, einen Moment, Leute, den Knopf platzieren. Und Simlucky muss jetzt nicht da nach oben. Da werden wir noch einen Weg noch bauen, aber das wird nicht so leicht, Leute. Man muss hier vorne hinspringen und dann... Warte, warte, wisst ihr, was ich meine? Man muss hier vorne im richtigen Moment... Oh, hier, warte, wir müssen das besser machen. Zack, platzieren hier oben den Diamantenblock. Man muss im richtigen Moment den Knopf drücken und dann sich so wegboosten. Und dann auf diesen Schleimblock hier landen. So. Man hier so ein paar Schleimblöcke hin. Zack, let's go, Leute. Also, Simlucky boostet sich und boom. Oh, hat nicht gut funktioniert. Nochmal. Und boom. Oh nein, wir sind nicht gut gelandet. Und boom, Leute. Dann boostet sich Simlucky einfach hier oben auf die Schleimblöcke. Und dann geht's hier oben weiter. Alter, denkt ihr, der wird das schaffen? Das ist nicht so leicht, wie das aussieht. Man muss hier im Sprung den Knopf drücken und dann boom boosten und dann hier drauf landen. Alter, das ist voll cool. Ich bin so ein Parkour-Profi, ganz ehrlich. Jetzt geht's aber weiter und noch schwieriger für Simlucky. Ein Moment mal, ich habe sogar eine richtig gute Idee. Wir nehmen uns die magische Axt, Leute. Und damit werden wir jetzt ein bisschen, was heißt reinhacken, Leute. Das ist eigentlich ein kleiner Mod, Leute, und den werden wir jetzt benutzen, indem wir hier unten einfach ganz viel... Warte mal, wo haben wir uns markiert? Wir markieren uns die Stelle, zack. Und wir markieren uns die Stelle... Und sollen wir hier jetzt ganz, ganz viel Lava reinplatzieren? Alter, das wäre... Okay, das ist fies, Leute. Das ist fies. Simlucky muss jetzt hier vorne den Parcours machen. Und er muss aufpassen, dass er nicht in die Lava fällt. Oh, der Sprung ist schwer. Die machen wir ein bisschen leichter für Simlucky. Zack, 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 zack. Dann hier oben aufs Trampolin. Leute, guck mal, wie ein Profi mache ich das. Dann zack. Dann lässt man sich hier vorne boosten. Der ist schwer. Ich weiß nicht, ob ich ihn schaffe. Oh, falsch, Leute. Und... Boom. Ey, auf jeden Fall, ihr wisst ja, was ich meine, Leute. Man muss hier vorne sich boosten, hier drauf. Und danach geht hier vorne der Parcours weiter. Und hier werden wir auch es ein bisschen schwieriger für Simlucky machen. Denn wir nehmen uns eine Schalker-Box. Zack. Die werden wir jetzt hier vorne platzieren. Warte, Leute. Und boom. Und jetzt muss man auf die Schalker-Box hüpfen. Aber die ist nicht ohne Grund da. Denn wir nehmen uns auch eine Stufe, Freunde. So, am besten nehmen wir uns eine blaue Stufe. Die ist richtig cool. Oh, eine Prismarinenstufe. Die ist cool, Leute. Zack. Und die werden wir jetzt hier vorne oben platzieren. Und Leute, schaut mal, man kommt hier gar nicht hin. Man kann da gar nicht hochspringen. Es ist unmöglich. Denn man kann ja nur einen Block hochspringen. Und das sind 1,5 Blöcke. Das heißt, Freunde, man muss einen kleinen Trick anwenden. Und die Profis unter euch, die wissen, welchen Trick ich meine. Zack, man muss hier draufdrücken auf die Schalkerkiste. Und dann schnell darüber springen. Denn, Leute, man kann die Schalkerkiste so nach oben, ne? So nach oben aktivieren, Freunde. Indem man sie einfach nur öffnet. Und dann kann man hier einfach rüberspringen. Zack. Und hast geschafft. Aber mal schauen, ob Simlucky drauf kommen wird. Mal schauen, Leute. Ich bin echt gespannt. Und als nächstes werden wir hier einfach eine 50%-Chance, 50%-Chance hinbauen. Ich sag euch, der Parcours wird jetzt richtig schwer. Wir nehmen uns einen Ghostblock. Let's go, Leute. Und den Ghostblock werden wir jetzt hier platzieren. Auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite ist ein normaler Diamantenblock. Das heißt, hier ist der richtige Weg und hier ist der falsche Weg. Man fliegt da einfach durch und Simlucky hat keine Chance. Der muss jetzt einfach erraten, welcher der richtige Weg ist. Und ich werde ihm keinen Tipp geben. Und falls er runterfällt, dann fällt er in die Lava. Ja, dann fällt er in die Lava, Leute. Oh yeah, Leute. Das wird richtig, richtig gefährlich für ihn. Und ich würde sagen, hier vorne kommt dann der nächste Sprung hin. So, zack. Und jetzt geht es so ein bisschen nach oben. Aber Leute, ich habe eine gute Idee. Wir werden keinen normalen Parcours jetzt bauen. Wir werden jetzt einen
unsichtbaren Parcours bauen. So, wir haben uns Barrierenblöcke geschnappt und jetzt werden wir einen unsichtbaren Parcours bauen, Leute. Ey, das wird so schwer für Simlucky, einen unsichtbaren Weg hier so lang zu gehen. Und falls er einmal hier in die falsche Richtung geht, dann fällt er runter. Und das Ding ist, wir sehen hier Barriereblöcke, aber wenn man im Survival-Modus ist, was Simlucky auch sein wird, genauso wie ich bei seinem Parcours sein werde, dann, Leute, sieht man absolut gar nichts. Und die Blöcke sind komplett unsichtbar, Leute. Die werden gleich verschwinden. Warte, einen Moment. Ja, guck mal, hier komplett unsichtbar. Man sieht ein bisschen die Kontur sogar. Aber ich weiß nicht, ob Simlucky ob seine Augen gut genug sind, um diese Kontur zu sehen, Leute. Ja, ich denke, der wird hier auf jeden Fall runterfallen. Auf jeden Fall 100%. So, da geht es hier einmal um die Kurve. Und einmal hier so entlang. Zack, zack, zack. Und dann geht's final ganz nach oben, Leute. Und zack, 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 zack. Und zack, Freunde, die Treppe ist vollendet. Jetzt kann Simlucky hier einfach rein, indem er den Knopf drückt. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen das nicht so leicht für ihn. Wir müssen, da kommen wirklich nur die Profis rein. Wir nehmen uns eine Tür, aber Leute, einen Moment. Wir nehmen uns eine Nummernschlosstür. Die suche ich gerade. Und wo ist die? Ah, hier vorne ist sie. Die Nummernschloss-Tür. Und die werden wir hier vorne platzieren. Boom. Und die kriegt man nicht so leicht auf mit dem Knopf. Hier muss man erstmal einen Code eingeben. Und wir werden jetzt einfach den Code nach einer Matheaufgabe richten. Wir geben hier ein, du kommst erst in den Privatchat, wenn du diese Matheaufgabe löst. Die Matheaufgabe wird sein, wir werden einfach die Matheaufgabe 15, was können wir eingeben? 15 plus 15 mal 3. Das heißt, wir müssen erstmal 15 mal 3 rechnen, weil Punkt vor Strich Rechnung. Leute, mal, wisst ihr ja, ist immer Punkt vor Strich. Das heißt, wir müssen 15 mal 3 rechnen und 15 mal 3 sind 45 und das nochmal plus 15 sind dann im Endeffekt 60, Leute. Das heißt, der Code wird 60 sein, Leute. Boom, zack. Und nur wenn Simlucky schlau genug ist, meine Matheaufgabe zu lösen, wird er dann die Zahl 60 eingeben und in meinen Privatchat reinkommen. Und dann zeige ich ihm, was dieser Hebel drauf hat. Und dann bitte komplett ausrasten, Leute. Und ganz am Schluss werde ich dann den Privatchat in die Luft sprengen mit TNT. Wir werden nämlich irgendein, ja, Lucky TNT zünden. Das werden wir in der Toilette zünden. So, zack. Wir packen das hier rein, Leute. Und ganz am Schluss werden wir das zünden. Und dann wird der Lucky mit dem Flugzeug in die Luft gesprengt. Oh, das wird so lustig, Leute. Haha. Wir nehmen den dann komplett hops, Freunde. Mal schauen, ob es Lucky es schaffen wird, meinen Privatjet zu bezwingen und dort reinzukommen mit dem unsichtbaren Weg und mit diesem krassen Parcours, Leute, und dann die Matheaufgabe am Schluss zu lösen, wird auch nochmal schwer. Und ganz am Schluss, ja, Leute, dann werde ich ihm nochmal zeigen, was der Hebel drauf hat. Und dann ganz am Schluss ist TNT zünden, ein Lucky TNT, ihr wisst, was das heißt. Das heißt, es wird irgendein random krasses TNT spawnen, welches ein Custom TNT ist und alles explodieren wird und alles untergehen wird. Also Leute, ich würde sagen, wir vergleichen jetzt. Let's go, die Zeit ist vorbei. Simlucky. Oh nein, Leute, ich habe einen Effekt verloren. Jetzt bin ich wieder im Survival-Modus. Simlucky, bist du bereit? Ich habe mein Flugzeug fertig gebaut. Zum Glück bin ich noch fertig geworden, Freunde, ganz ehrlich. Oh, ich habe schon ein bisschen was gesehen von Simlucky. Oh ja, ich bin ready, Ukri. Du bist ready? Okay, dann will ich sagen, ich gehe jetzt rüber, ja, auf deine Seite. Und ich schaue mir das an und ich will schauen, ob du ein krasseres Flugzeug gebaut hast oder ob dein Flugzeug ein 1-Euro-Flugzeug ist, ganz ehrlich. Weil meins ist auf jeden Fall ultra gut. Junge, wenn du meins, siehst, ich glaube, so mein Flugzeug kostet so 1 Milliarde in Real Life. Okay, ich würde sagen, 3, 2, 1 und wir schauen rüber und let's go! Wow! Was soll das sein, Simlucky? Junge, ja, bist du blind, Digga? Das ist ein Flugzeug, Ukri. Guck da oben, Flugzeug. Junge, das ist voll mini, Alter, hä? Hä? Ey, Ukri, ich glaube, du siehst nicht ganz richtig, okay, weil es so weit oben ist in der Luft, kannst du Simlucky, so ein Flugzeug. So ein Flugzeug ist vielleicht ein Euro wert, wenn nicht. Sagen wir mal höchstens, das ja, ist 1 Euro wert, Junge, das ist ein Privatjet, Alter. Der ist 1 Million, der ist mehr als 1 Million Euro wert, Ukri. Was, Junge, wenn du mein Flugzeug im Gegensatz zu diesem siehst, egal, weißt du was, ganz ehrlich, Leute, ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben, welches Flugzeug besser ist, meins oder Simluckys. Jetzt sofort in die Kommentare schreiben und ganz am Schluss werden wir dann schauen, wer gewonnen hat und wer mehr Kommentare und mehr Stimmen hat, Leute. So, wir müssen, wenn die Stimmen demokratisch abstimmen, was besser ist, dann stimmt auch demokratisch ab, ob du gecheatet hast, Ukri. Ich habe nicht gecheatet, das könnte bezeugen. Okay, ey, ich versuche jetzt in dein Flugzeug reinzugehen, Leute. Wir müssen jetzt einen Parcours machen, um da reinzukommen. Kleiner Hacker, Alter. Was ist das für ein Noob-Parcours, Alter? Hä, der ist voll easy. Und, was soll das sein?
Soll ich mich entscheiden für eine Tür? Extra den für Noobs gemacht, so wie dich, Okri. Junge, wahrscheinlich, du hast einfach nichts Besseres drauf beim Parcours, Alter. Wenn du wüsstest, was ich hier für einen Pro-Hacker-Parcours gebaut habe, du weißt gar nicht. Okay, Simlucky, zeig mal her, was du jetzt hier gebaut hast. Was soll das sein? Soll ich mich entscheiden, oder was? Entscheide dich für die richtige Tür. warte mal. Der Blacky hier vorne. Ich sehe da vorne den Stachel, Junge. Ich kann durch die... Junge, was? Ich entscheide mich natürlich für die rechte Tür. Bist du verrückt? Falsch! Hey, du cheatest! Hey, was soll das? Das war falsch. Der linke Weg war richtig. Schau, der war richtig, Ukri. Du hast den falschen Weg gegangen. WTF, Junge. Du hast das gerade umgeändert. Denkst du, du hast es verdient, Junge. Du hast verdient, drauf zu gehen, Ukri. Du hast geschummelt. Junge, ist im Lucky komplett am Reitcheat. Aber egal, weißt du was? Ich schaff das jetzt hier. Was ist das hier? Stacheln? Hä? Jo, das sind Holzstacheln, die machen überhaupt keinen Schaden, Leute. Ich kann einfach rüberhüpfen, hä? Aber warte mal, ich mach das fair, alles gut. Junge, hättest du da nicht bessere Stacheln platzieren sollen, anstatt solche Holzstacheln, Junge, die machen gar keinen Schaden. Okay, du fragst nach besseren Stacheln, dann kriegst du halt bessere Stacheln, hä? Dann kriegst du halt bessere Stacheln. Junge, übertreibst dich, Alter. Okay, ja, warte. Was ich meinte doch, ich muss Noob Parkour bauen, weil du Noob bist, Alter. Haha. Junge, du wusstest einfach nicht, dass die Holzstacheln schlecht sind, ganz ehrlich, gib's zu. So. Wusste ich natürlich, hä? Ey, Leute, diese Blacky, so viele Ausreden habe ich noch nie von dir gehört. Leute, ich würde sagen, ich komme da jetzt ganz nach oben. So, ich mache das hier alles komplett flüssig, Leute. So, zack, flüssig dadurch und zack, gar kein Problem für mich. Und was ist denn das? Du mal weiterzukommen, haha. Weiterkommen, kein Problem für mich. Was ist das hier? Leute, denkst du, diese Blacky, ich sehe dich in den unsichtbaren Weg, hä? Junge, ich sehe ihn komplett, Alter. Ich sehe die Kontur, Leute. Und ich hab auch einen unsichtbaren Weg gebaut, hä? Okay, du kannst jetzt mein Privatjet fliegen. Schau, Ukri. Ist das? Rein mit dir. Warte mal. Du musst doch reinkommen, Ukri. Du musst doch reinkommen. Okay. So. Hä, wie soll ich da reinkommen, Junge? Der ist komplett klein. Stell dich hier hin, Ukri. Stell dich hier hin. Stell dich dorthin. So, Batz. So. Was so? Rein mit dir. Alter. Rein mit dir, Ukri. Was? Rein mit dir. Also, das ist nicht wirklich bequem, Simlucky, hier auf der Erde zu liegen in dem Privatjet. Jetzt sperre ich dich dort rein, Ukri. Jetzt kannst du dort bleiben im Privatjet. Ist Junge, ein Gefängnis, ist kein Privatjet. Ich hab dich geprankt. Das ist das schlechteste Privatjet. Junge, 1 Euro Erde Privatjet. In welchem Privatjet ist bitte der Erde, Junge? Und was ist das hier vorne? Wo ist der Pilot? Der ist ultra gut, Ukri. Der ist richtig krass. Ey. Also, ich weiß nicht, was du da laberst, Alter. Jetzt bin ich draufgegangen. Oh, Mann. So. Okay, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich das bewerten müsste. Simlucky, dein Pilot kann nicht mal fliegen, da ist nicht mehr Platz zu vielen Piloten. So, zweitens, Privatjet braucht unbedingt irgendwas drin, einen Stuhl oder sowas. Du hast nicht mal einen Stuhl, man liegt da drin, Simlucky. Man liegt auf der Erde, Alter. Auf der kalten Erde. Alter, du kannst nie im Leben so einen coolen Privatjet bauen wie ich. Wenn du was Besseres hast, dann gibt es nur eine Möglichkeit, und zwar hast du dann gecheatet, Ukri. Ich hab nicht gecheatet. Ey, Simlucky. Simlucky, hör auf zu cheaten, Junge. Ganz ehrlich, ich trinke jetzt nochmal den Kreativmodus trank und jetzt musst du in den Survival-Modus und dann werden wir dann wirst du versuchen, in mein Privatjet reinzukommen. Komm. Und dann, ganz am Schluss zeige ich dir sogar einen kleinen Hack und damit wirst du niemals rechnen. Denn ich habe da ja was richtig Cooles reingebaut mit dem Hebel. Haha. Ich bin Survival-Modus. Okay, Simlucky, du bist Survival-Modus, heißt. Oh, komm schon. Ihr schreibt jetzt alle in die Kommentare, wer gewonnen hat. Okri oder Simlucky. Und stimmt alle ab. Und was macht Simlucky? Junge, warum springst du in die Lava? Alter, du sollst dir mein Privatjet anschauen und nicht in die Lava springen. Boah, sieht der cool aus von hier vorne, Leute. Ganz ehrlich. Boah, ich hab ihn so geil gemacht. Was meinst du? Oh. Ja, schau's dir an, Alter. Was sagst du, Simlucky? Ist der besser oder schlechter als dein Privatjet? Also, ich finde deutlich besser. Aber ich sag mal so, die kleinen Dinge im Leben, die muss man auch wertschätzen. Deswegen finde ich meinen besser. Hä? Junge, der kostet locker 1 Milliarde Euro. Schau dir den mal an, Alter, wie krass der ist. Junge, ich muss den eigentlich aus Gold machen oder Diamanten, ne? Ja. Ich glaube, ich mach den jetzt aus Diamanten, Leute. Junge, so ein Ding ist das. Was für ein Noob-Privatjet. Guck mal, der ist genauso wie meine. Ey, geh mal wieder runter. Du hast gerade reingeschaut. Ich hab gesehen, du bist geflogen. Leute, es gibt jetzt Rückenschein, ob ich gecheatet habe. Als ob du es geschafft hast. Du bist hier der Cheater, Ukri. Du hast hier mit diesem Flugzeug gecheatet. Hast du niemals im Leben selber gebaut. Das ist viel zu gut für dich, Junge. Na klar, hab ich das selber gebaut. Was redest du so, Maki? Ja klar, Junge. Und jetzt lügst du hier schon wieder, dass ich hier Cheater bin. Ey, Ukri, nebenbei, guck mal, was für ein Pupsi-Parcours du gemacht hast. Haha, guck mal, was ich hier machen kann. Ey, du musst es schon richtig machen. Junge, du musst das schon richtig machen, Alter. Nein, das war ständig. Ich hab gar nicht gesehen, wie du hier rüber gesprungen bist. Okay, komm schon. Aber Simlucky ist echt gut im Parcours. Deshalb, ja. Apropos gut. Ich wollte dich gerade gut reden. Ich wollte gerade dir ein Kompliment machen, Junge, Alter, das war einfach ein Bug. Ich hab mich durchgebackt, Ukri. Mann, ich mach mal hier vorne für dich einen Checkpoint, Simlucky. So, zack. Ja, so, Ukri, ich schaff das jetzt. Ja, schön, Simlucky, schaffst du echt. Du verbrennst gerade der Lava.
Junge, was machst du, Simlaki? Also ganz ehrlich, Junge, ich habe noch nie sowas gesehen. Ich bin in Lava, Junge. Ich habe dir extra so einen guten Parcours gemacht und du machst mir immer schweren Parcours, Junge. Schweren Parcours? Weil ich keinen Spaß habe. Ja, Das ist eigentlich wohl der Pipi-leichte Parcours. Du bist einfach rüber. Pipi-leichter Parcours, direkt Vierer-Jump reingemacht, ne? Das Ding ist, das Ziel ist es. Mach mal Jailbar-Jump. Mach mal Jailbar-Jump. Mal schauen, ob du schaffst, Mal schauen, ob du schaffst. Ja, okay, guck mal. Ja, siehst du, easy. Hab ich auch First Try geschafft und schaffe ich auch direkt. Guck mal. Und dann hier hoch, boom, zack. Bob, easy. Zack, guck mal, wie viel besser ich bin. Oh, ups, ja, okay, der ist schwer, der ist schwer. Oh, selber nicht geschafft, ne? Aber das Ziel ist ja auch, einen schweren Parcours zu machen. Junge, was ist das denn? Es soll ja nicht leicht sein. Du sollst es ja schwer machen. Und, Junge, was machst du? Du musst, guck mal. Du musst halt perfekt springen und perfekt drücken, das ist nicht so leicht. Oh, du hast fast geschafft. Du hast fast geschafft. Ja, was ist das für ein Dulli-Parcours, Alter? Zack, ich hab's geschafft, siehst du? Genauso. Junge, ey, Ukri, lass mich da wieder hoch. Ja, okay, ganz ehrlich, so, zack, jetzt komm da rüber, Alter. Eigentlich hab ich auch kein einziges Mal verkackt, ne? Weil ich hab ja, hier, wahrscheinlich. Ich hab dich auf Blade und bin hier drüber gesprungen, aber du hast mich zurückgemacht. Okay, komm, weiter geht's, Blacki, es wird doch schwieriger, Was war das, Alter? Ey, Ukri, nein, Alter, ich sag dir ganz ehrlich. Hat er gerade diesen Sprung verloren? Junge, hast du verlernt, wie man springt? Du selber verloren, du kleiner Noob, Alter. Ich hab grad gezeigt, wie du verloren. Ich hab einfach nur, Junge, hör auf, Ausreden zu suchen, Junge, gezeigt, wie ich gemacht hast, du selber verloren. Junge, dein Ernst, das ist der einfachste Sprung auf der ganzen Welt, Alter. Schau mal, ich hab hier nicht mal das Checkpoint, ich muss einfach, aber das ist echt einfach. Ja, guck, easy. Konntest du nicht sprinten oder was war das Problem, Simlaki? Weil der ist eigentlich echt einfach. Das Problem war, Junge, ich hab dein Flugzeug gesehen, Junge, wie kotzübel, da hab ich die Kontrolle über mich selber verloren. Ey, ich check's nicht, Junge, du sagst meinem Flugzeug, dass ich. Bleib mal leise, okay, ich hab mein Parcours jetzt schon gemacht. Du hast es geschafft mit der Schalkerkiste. Ja, du bist nach oben. Besser als du. Ja. Ey, nochmal runter, ich will das sehen, dass du es nochmal machst. So, zack. Junge, was ist denn los mit dir, Junge? Mach das nochmal. Ich verkack nur, weil du mich die ganze Zeit wieder zurücksetzt, wie gerade eben schon. Mach das nochmal, Simlaki, wenn du so ein Profi bist. Und? Ja, komm schon, wir sehen, dass du nochmal machst. Okay, nach oben und? Easy, zack. Ey, echt nicht schlecht. Lass mich dich nochmal zurücksetzen, ne? Okay, Simlaki, jetzt musst du aber wissen, welcher Block der richtige ist und welcher nicht. Und du darfst nicht cheaten. Du musst es erraten. Parcours, Junge, dein Parcours ist so einfach. Du musst es riechen. Dein Parcours hat nur was mit Glück zu tun. Du musst es riechen, Simlaki. Welcher ist der richtige? Ich werde es testen, ich werde es abbauen. Du wirst nicht abbauen, wirst du nicht, Simlaki. Jetzt, du musst Junge, was soll das? So, ey, spring rüber, du musst dich entscheiden. Was? Oh, Mann. Schade. Weißt du was, ich sehe auch hier direkt einen unsichtbaren Block. Und jetzt gehe ich hier rüber. Ist echt gut im Parcours. Oh, Mann. Aber ja, ey, der ist besser als deiner. Der Parcours ist besser als deiner. Deiner war so ein richtiger Noob-Parcours. Junge, ganz ehrlich. Ich habe vielleicht bisher einmal verkackt. Die andere Mal hast du mich immer zurückgesetzt. Und deswegen habe ich verkackt. Also der Parcours ist eigentlich voll schlecht. Aber gleich zum Lucky Cop wird es richtig schwer für dich. Weil ich weiß ganz genau, dass du richtig schlecht bist in Mathe. Okay, ich bin Profi in Mathe, Junge. Was redest du? Wahrscheinlich bist du ein Profi in Mathe, Junge. Was redest du zum Lucky? Guck mal, wie einfach. Guck mal, als ob ich so schnell schon durch bin, Junge. Was ist das denn für ein Pupsi-Parcours? Was machst du, Junge? Du musst hier links lang, du Noob, Alter. Junge, warum brauchst du keinen geraden Weg nach oben, Mach Junge? Einfach jetzt, Simlaki. So, zack. Okay, jetzt wird's schwer, Simlaki. Jetzt, bevor du reingehst und mein Jet von innen siehst, der richtig krass ist von innen, musst du die Matheaufgabe lösen. Nur kluge Milliardäre können dort rein. Nur richtig kluge Milliardäre, so wie ich. Ich sag dir, was das Ergebnis ist, okay. 128. Du nimmst die Quadratwurzel aus 3, multiplizierst das mit 1 und dann kannst du es geteilt nehmen durch 124 und wenn du das geteilt genommen hast durch 124, musst du nur noch überlegen, was ist die beste Farbe? Rot, das heißt plus 20 und da kommen wir perfekt auf das Ergebnis 128 und das werde ich jetzt eingeben. Junge, bitte sei leise, Blanky. Was redest du da? Was für 128? Wie kommst du darauf? Was hat Rot mit der Obachteraufgabe zu tun? Und außerdem ist die beste Farbe Blau, das ist doch ganz klar. Ja, Ukri, du glaubst mir nicht. So, warte mal ganz kurz. Stimmt, die Rechnung ist wirklich falsch. 128, ich hab vergessen. Du darauf? Blau ist die schlechteste Farbe, das heißt minus 60. Und dann haben wir noch Grün, die ist ein bisschen cooler, die Farbe, das heißt nochmal minus 8. Okay, perfekt, 60 ist das Ergebnis. So, sag rein da. Wie bist du... Also, irgendwie hast du es erraten, aber das ist komplett falsch, also gerechnet. Keine Ahnung, du hast wahrscheinlich gecheatet. Doch. Naja, wie hab ich gecheatet, Alter? Wie soll ich denn gecheatet haben, Du weißt es mir doch. Oh, Alter, Mann. Keine Ahnung, wie es du geschafft hast. Nicht so, okay. Weißt du, was ich jetzt mit deinem Privat-Jet mache, Junge? Ich lasse einen Absturz nicht. Nein, warte. Ich wollte dir das zeigen. Und der Community, Leute, ihr wisst... Ey, Junge. Tu mich nicht hier in... Alter, komm mal da runter. So, also, Simlaki, schau ihn erstmal von innen an und danach zeige ich dir, was dieser Hebel kann. Du hast ihn ja schon gedrückt. Guck mal, hier.
hier, guck mal, hier ist Redstone-Leitung unten. Warum ist da Redstone-Leitung? Ja, ja, das zeige ich dir gleich, was der Hebel da hat, ne? Ey, Semlaki, du musst mir jetzt ganz ehrlich sein, Junge. Guck mal, guck dir das mal an. Hier ist so eine eigene Küche im Privatstück drin. Im Privatstück ist die Küche. Mir. Ja, war ja klar, dass du direkt auf ist. Bist auch ein kleiner, bist auch ein bisschen dick, Semlaki, geworden, ne? Ich bin König, Ukri, mir gehört alles, was du hast. So, sag mal schon, ob du hier noch irgendwas... Ey, okay, ich sag ehrlich, ne? Kommt mein Privatjet und frisst alles auf, also ganz ehrlich. Hat dein Privatjet die Küche, der hätte nix, Alter. Guck mal, hier ist sogar ein Hamburger drin. Hast du schon gesehen, und Melone-Eis. Hier fehlt einfach ein Kissen bei dir. Hier fehlt einfach hier ein Stuhl bei dir, Junge. Warum fehlt hier ein Stuhl bei dir, Ukri? Was ist... Hör auf, den abzubauen! Warum machst du mein... Warum willst du mein Dix kaputt machen? Warum ich hab den gar nicht abgebaut, Ukri. Ich hab den nicht Du hast ihn in der Hand. Ich seh's ganz genau, Alter. Der macht hier einfach alles kaputt. Also, Ukri, ne? Wollen wir mal schauen, ob du hier noch irgendwas anderes... Hast du kein Bad... Okay, Ukri, ich sag ehrlich, du hast sogar ein Badezimmer. Das ist schon ein Pluspunkt. Ja, sogar eine Toilette, ne? Gib mir die Toilette. Was redest du so, Lucky? Ey, warte mal. Okay, komm mal erstmal raus. Warte, bevor du jetzt in die Toilette gehst, da musst du doch mal ganz am Schluss rein. Lass mal erstmal hier rausgehen. Boom, ja, komm, zack. Easy peasy. Ja, was gibt es? Okay, also. Alter, ich will dir zeigen, was der Hebel kann. $1 Million, aber mein ist auch ein. Drück mal den Hebel. Warte mal. Ich geh mal runter und drück du mal den Hebel, okay? Drück mal den Hebel. Klar, Leute, schaut mal, was der Hebel einfach kann. Sogar 1000 Mal. Warte mal, drücken nur einmal. Ey, entspann dich, Sebastian. Drücken nur einmal. Guck mal hier. Und boom. Leute, guck mal, wenn der Privatjet jetzt landet, kann man einfach die Räder ausfahren, Leute. Schaut euch das an. Wow, Alter, wie cool. Und dann kann man einfach landen damit. Ja, ja. Und man kann die wieder rein und wieder raus, ne? Ja, sag doch, dein Flugzeug klappt aber nicht mehr. Es ist die ganze Zeit nur oben. Du musst schon Pistentechnologie machen, dass das sich auch fortbewegen kann. Ne, hätte ich schon gemacht. Alter, Semlaki, wir hatten 10 Minuten Zeit. Das wäre viel zu schwer. Aber Leute, sagt mal ehrlich, wie cool war das gerade? Ja, okay. Man kann einfach die Räder ausfahren. Zeit. Und du sagst mir, dass du so einen fetten Privatjet gebaut hast, Junge, ich glaube selber nicht. Ne? Ja, na klar. Guck mal hier vorne, ja. Ich habe sogar eine Kamera installiert für die Sicherheit. Und Semlaki, guck mal, ich hab eine Sache für dich. Da vorne ist ja das Waschbecken, du musst da mal alle Knöpfe drücken. Ich verschwinde derzeit, also ich gehe mal hier raus aus dem Privatjet. Wundere dich wie ich, warum eine Kamera in der Toilette ist. Du hättest es vielleicht das TNT ein bisschen besser verstecken sollen, Junge. Hä, was? Alter. Das ist kein TNT, das ist ein Kuchen. Das ist wirklich ein grüner Kuchen. Also, es sieht aus wie so TT oder ein Kuchen, der nuklear vergiftet ist, Ukri. Nein, das ist ein richtig leckerer Kuchen. Probier den mal ein bisschen. Egal, ich esse den einfach mal, indem ich ihn auf den Knopf drücke, weil ich esse ihn ja, wenn ich auf den Knopf drücke, oder nicht? Hä? Zündet! Warte mal, wie gezündet, du hast gezündet? Ich hab's gezündet! Oh nein! Let's go. Wo ist mein Kuchen, Ukri? Du hast mich geprankt, was geht jetzt ab? Alles leckt. Ich kann nicht mehr raus aus der Kamera. Was geht ab? Das ist komplett okay. Oh nein. Pupsi machen. Oh nein. Alles ist gebiet die Toilette. Ey. Semlaki, du hast alles hier in die Luft gesprengt, Junge. Ja, das war auch mein Ziel, Junge. Das ist ein Milliarden-Dollar-Flugzeug kaputt. Ich komm hier nicht mehr raus. Du, was geht hier ab? Oh nein. Wir sind nuklear vergiftet. Ich wusste doch, es ist Nuklear-TNT. Nein. Junge, was geht hier ab? Alter, mein ganzer Privatjet ist weg, Alter. Ich bin kontaminiert, du musst mir helfen. Das war auch mein Ziel, Alter. Let's go. Okay, Leute, ich würde sagen, wir müssen ein neues Zuhause finden. So, da vorne. Oh nein, das Villager-Duft wurde auch attackiert. Was? Ey, Semlaki, damit würde ich sagen, du hättest mich niemals herausfordern sollen, dass ich ein krasseres Flugzeug als du baue, welches wirklich funktioniert, Leute, mit den Rädern, mit allem und ganz am Schluss sogar das TNT hat dich komplett hops genommen. Leute, hat der gehackt, ja oder nein? Lass ihn auffliegen. Nein, hab ich nicht. Jetzt in die Leute, schreibt jetzt alle in die Kommentare Hashtag Ukri hat dich gehackt und schreibt in die Kommentare Semlaki oder Ukri, wer gewonnen hat. Alle Ukri in die Kommentare, alle Hashtag Ukri hat gewonnen. Leute, alle Ukri in die Kommentare, schnell. Abonniert mich. Mein Freund Semlaki auch, falls ihr wollt. Und ich würde sagen, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt. Das ist super wichtig. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ihr könnt unser Merch oben in der Videobeschreibung abchecken. Ansonsten würde ich sagen, drückt auf die nächste Folge. Hier vorne rechts auf die nächste Folge drücken und Semlaki, ich habe offiziell gewonnen. Let's go! Kuss geht raus, Freunde. Ciao, ciao. Drückt auf die nächste Folge hier vorne. Wuhu.